Die Hauptphase des klassischen Locklift ist ein Oberkörpertraining, aber bis du den Stamm in der Position zum Ausstoßen hast, musst du ihn zunächst vom Boden auf die Oberschenkel und dann in einer Art Curl-Bewegung hoch zur Brust bewegen. Dabei werden der Rückenstrecker, die Gesäßmuskulatur, die Oberschenkelrückseiten und der Bizeps beansprucht. Liegt der Lock dann auf der Brust, kommt die gesamte Rumpfmuskulatur zum Einsatz. Sie sorgt für die nötige Stabilität zum Ausstoß. Beim Hochdrücken beförderst du mit einer explosiven Bewegung den Stamm von Brusthöhe über den Kopf, indem du die Arme streckst. Bei diesem Teil der Bewegung sind der Trizeps und die Schultermuskulatur gefragt. Um den Lock dann schließlich in seiner Endposition über dem Kopf zu stabilisieren, musst du nochmals ordentlich Core Power aufbringen. Das macht den Locklift gleichzeitig zu einer effektiven Bauchübung. Es gibt verschiedene Varianten des Locklift mit entsprechenden Vor- und Nachteilen. Die Viper-Variante ist besonders gut geeignet, um Zeit einzusparen oder die Explosivität zu erhöhen. Die Ausführung entspricht grundsätzlich der Standardvariante. Allerdings kommst du nicht mehr komplett in die Hocke, wenn sich der Lock vor der Hüfte befindet. Du gehst nur so tief nach unten, dass du die Hüfte nutzen kannst, um die Aufwärtsbewegung einzuleiten. Diesen Impuls nutzt du dann, um den Lock in einer flüssigen Bewegung direkt über den Kopf nach oben zu wuchten. Dabei ist es wichtig, dass der gesamte Körper dynamisch arbeitet, um den Schwung von unten bis ganz nach oben mitzunehmen. Andernfalls verhungert der Lock auf den letzten Zentimetern. Diese Technik solltest du erst üben, wenn du bereits einige Monate Erfahrung mit der Standardtechnik hast und diese perfekt beherrscht. Eine detailliertere und illustrierte Beschreibung der Übung findest du in meinem Buch Funktionelles Krafttraining für Helden. Außerdem noch 49 weitere Übungen für deinen Muskel- und Kraftaufbau, 10 vegane Power-Rezepte und jede Menge theoretisches und praktisches Wissen aus meinen 22 Jahren Erfahrung im Kraftsport.